Und Lord Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Craft Techno. Und heute kümmern wir uns um eine neue Farm. Once again. Denn es wird Zeit. Langsam aber sicher wollen wir uns wieder um Farmen kümmern. Wir haben ja noch nicht genug tatsächlich in Craft Attack. Und ich muss auch jetzt schon mit dazu sagen, die Twitch-Menschen begrüßen euch natürlich hier unten wieder ganz fleißig. Ich weiß nicht, ob wir es schon geknackt haben. Es könnte sehr, sehr, sehr gut sein. Wenn nicht, dann gibt es im nächsten Video auf jeden Fall nochmal ein gigantisches Dankeschön dafür. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sind wir so unglaublich kurz vor den 200.000 auf YouTube. Ihr seid komplett eskaliert, was das anging. Also wirklich. Und wahrscheinlich haben wir so zu dem Zeitpunkt, wenn das Video hier rauskommt, schon ganz, 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 ganz viel Liebe an euch. Es ist absolut ridiculous. Super, super krass, wie gut das einfach bei euch ankommt und wie sehr das feiert. Also, ja. Riesiges, riesiges Dankeschön. Hätte ich mir nicht zu träumen gewagt, dass das jemals irgendwie so schnell gehen kann. Und ich bin immer noch sehr überwältigt, was alles angeht, was in den letzten Monaten passiert. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile wahrscheinlich bei den 200.000, was absolut insane ist. Vielleicht haben wir irgendein Special oder so. Ich weiß es nicht. Aber Dankeschön. Auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann lasst ja gerne ein Abo da. Vielleicht können wir, ne, bei 200.000 soll ja nicht Schluss sein. Das wäre natürlich cool, wenn es noch mehr sind. Das ist trotzdem ein sehr, sehr krasser Meilenstein. Weil der Kollege hier war natürlich auch ein sehr wilder Meilenstein. Aber ich sag mal, der ist auch schon ein alter Meilenstein. Wir werden heute versuchen, wie gesagt, eine Slime-Farm zu bauen. Das wäre der Traum, denn es gibt ja den Slime-Shop im Shopping-District. Aber der wurde schon definitiv seit mehr als 3 Tagen nicht mehr nachgefüllt. Das bedeutet auch, dass wir den übernehmen dürfen, wenn wir wollen. Das wäre dann unser dritter Shop. Und das Geile ist halt, ich weiß nicht, wie sich das verhält, aber der Shop hat halt gerade einen halben Stack Dias einfach so hier drin rumliegen. Und ich denke mal, wenn wir den übernehmen, dann dürfen wir die bestimmt haben. Deswegen joinken wir uns die einfach und machen gleichzeitig den Shop. Machen auch irgendwie halt ein neues Gebäude hin, kicken Hugos altes Casino hier weg, dann haben wir hier vorne die coole Ecke und Hugos Casino kann hier hinten hin. Das hat Peter letztens schon ein bisschen umgebaut. Aber dafür brauchen wir eine Slime Farm. Und die wollen wir testen, ob das funktioniert. Wir haben ja mittlerweile die 1.18 World Generation. Die Border ist mittlerweile offen. Das haben wir in der letzten Folge schon so ein bisschen erkundet. Und es gibt sogar mittlerweile hier diesen Teleporter, der uns einfach 20.000 Blöcke weit wegbringt in die neuen Chunks. Aber das ganz große Problem ist, es gibt ja den Craft Attack Seed und der ist ja öffentlich. Der wurde rausgefunden von so einem crazy Dude, der Seed-Cracking-Stuff macht. Und ich finde das so faszinierend, ich finde das so geil und ich würde das auch gerne können. Aber das ist der alte Seed und die jetzige Map wurde mit einem neuen Seed generiert. Also wir haben irgendwie ein ganz komisches Mischmasch hier drin, weil ja die Seed-Sache auch nochmal umgestellt wurde für die 1.18. Und den Seed von der jetzigen neu generierten 1.18.1-Welt, den müsste man auch erst wieder rausfinden. Aber den gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, entweder versuchen wir irgendwie den Seed rauszufinden, was sehr cool wäre. Vielleicht setzen wir uns da auch mal dran mit Spawner-Stuff oder so. Aber ich glaube nicht. Und ich glaube, andere Leute können das sehr viel besser. Oder wir versuchen jetzt einen Slime-Chunk zu finden auf eine sehr traditionelle Art und Weise. Und die lautet einfach 10x10 Chunks auszubuddeln. Denn Slime-Chunks haben eine 10%ige Chance zu spawnen. Und wenn wir 10x10 Chunks ausbuddeln, ich glaube, das wäre ganz okay. Heißt, wir machen ein 160x160 großes Loch irgendwo unter der Erde, einfach nur 2-3 Layer hoch und schauen, ob irgendwo Slime spawnen. Dann markieren wir den Chunk und dann können wir gucken, ob wir ja in der Nähe davon irgendwo eine Slime-Farm bauen können. Und das wäre halt richtig, richtig sick. Und ich glaube, wir machen es am besten auch hier, weil dann können wir schnell und clean hier rüber und müssen uns nicht so einen großen, ja, so einen großen Kopf machen. Das heißt, wir gehen jetzt unter die Erde und buddeln ein großes Loch. Wir haben zwar schon Löcher ausgehoben, tatsächlich, aber die werden wir gar nicht benötigen, weil wir hier eine gigantisch große Höhle haben, ein bisschen weiter drüben. Das ist eine, also wirklich so eine extrem große Dripstone Cave und alles irgendwie so auf Höhe 0, mehr oder weniger. Die geht noch komplett bis hier drüben. Es sind riesige, riesige, riesige Flächen, die halt einfach nur chillen und wir haben 2 verschiedene Slime Chunks hier drin gefunden. Also ich glaube, der Chunk hier war eigentlich ein Slime Chunk. Den müssen wir uns vielleicht auch mal ganz kurz markieren, damit ich das später noch weiß. Und wir haben einen hier hinten gefunden, bei dem Pillar. Also das hier ist definitiv auch ein Slime-Chunk. Und es gibt bestimmt noch mehr, aber dafür müssen wir halt sehen, dass hier irgendwo, ja, Slime spawnen. Und auf die müssen wir warten. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz kurz an die Oberfläche
und schauen, wo der ungefähr ist, weil er ist so 200 Blöcke von dem Portal weg. Das ist eigentlich voll in Ordnung. Und dann könnten wir den hier vielleicht wirklich einfach mal als Chunk benutzen, den ein bisschen ausbuddeln, unseren Beacon hier rüberstellen und schauen. Generell haben wir auch noch viel anderen Stuff gefunden. Hier hinten ist zum Beispiel ein Spawner, da war aber leider nicht so Besonderes drin. Aber die Cave ist halt insane, ne? Also die ist riesig, riesig, riesig groß. Und deswegen gehen wir jetzt, glaube ich, erstmal bei dem Chunk hier ein bisschen nach unten, begradigen den und schauen schon mal, ob das wirklich der richtige Chunk ist, damit hier Slimes dann spawnen. Weil es könnte auch der hier daneben sein. Aber je mehr Slime-Chunks, desto besser. Auch wenn einer wahrscheinlich reicht, eine sehr geile Farm zu bauen. Es ist soweit. Und wir wissen, dass hier auf jeden Fall ein Slime-Chunk drin ist. Bei den anderen bin ich mir noch nicht sicher. Es wäre natürlich richtig geil, wenn wir zwei angrenzende hätten. Aber ich glaube, einer von denen hier muss eigentlich auch noch ein Slime-Chunk sein. Vielleicht kriegen wir das nebenbei noch mal ein bisschen mit. Für jetzt holen wir uns ein bisschen Moos und Bone Meal, weil wir jetzt halt diesen Chunk hier bis auf Höhe 0 runterziehen wollen. Und ich glaube, das Deepset normal abzubauen würde sehr lange dauern. Deswegen TNT-Duper oder Moos. Und ich habe Bock auf Moos. Deswegen holen wir uns Moos, eine Menge Bone Meal und machen das dann einfach auf Good Old Deep Slate Instamine-Taktik mehr oder weniger. Der letzte Block wurde gemeint. Wir sind auf Höhe minus 59, aka die erste Bedrock-Schicht, die sich hier auftut. Das heißt, wir würden hier unsere unterste Ebene reinziehen mit den normalen Blöcken, auf denen dann die Slimes spawnen können. Dann natürlich nach oben. Das Ding ist, wir haben, als wir hier ausgehöhlt haben, festgestellt, dass hier drüben dieser Chunk definitiv auch noch ein Slime-Chunk ist. Also wissen wir sicher, dass der ein Slime-Chunk ist, dass der ein Slime-Chunk ist. Und die beiden hier, aka der hier und der hier, die stehen immer noch aus. Aber ich glaube, dass die auch normalerweise ein Slime-Chunk sind. Dann hätten wir halt, also einer von denen muss ein Slime-Chunk sein. Dann hätten wir drei Stück nebeneinander. Und das wäre halt, das wäre sehr, sehr crazy. Aber ja, unser Loch ist fertig. Ich glaube, die Timelapse sah sehr cool aus. Ich habe sie selber noch nicht gesehen. Aber ich kann es mir vorstellen, mit irgendwie immer Moos Layer für Layer runter so. Das ist unser Loch. Hat einiges gekostet, aber es hat sich, glaube ich, auch sehr extrem gelohnt. Das heißt, die nächsten Sachen sind jetzt hier die Ebenen reinzuziehen und uns natürlich überlegen, wie wir die Slimes töten wollen. Am besten machen wir das über einen Iron Golem, der die Slimes anzieht, dann fallen sie runter und unten sterben sie dann. Und dann gehen wir von unten nach oben, damit Spawning efficient ist. Und ich glaube, dann sollte das wirklich schon sehr, sehr gut passen. Und das ist dann die Idee. Wir haben auch eine andere Sache, um das mal gleich mitzuteilen. Unser ganzer Plan ist ein bisschen verschoben worden, sagen wir so. Das ist nämlich schwierig, denn Peter hatte dieselbe Idee wie wir, sich den Slime-Shop zu claimen, weil er halt so lange leer stand. Wahrscheinlich auch wegen den Dias oder so. Und Peter hat sich den Slime-Shop jetzt tatsächlich schon geclaimt. Das heißt, wir können den Slime-Shop nicht mehr komplett übernehmen, aber Peter will mit uns 50-50 machen. Und das ist super cool. Das heißt, Peter und ich werden hier zusammen den Slime-Shop machen. Er hat hier schon Debitos Slime-Shop. Shop-Design ändert sich noch. Das heißt, der Shop ist dann nicht komplett unserer, sondern Peter beliefert den Shop, wir beliefern den Shop und dann machen wir 50-50 mit den Einnahmen. Wir haben auch ein Design dafür. Ein sehr, sehr cooles. Das wurde in Discord eingeschickt. Wird so eine kleine Fabrik mäßig, also praktisch wie so eine Slime-Fabrik. Und dann kommt das praktisch hier auf die Kante davon. Stelle ich mir sehr cool vor. Aber das einfach nur so dazu. Also wir haben es eben so gemacht, dass wir beide beliefern und dann eben die Einnahmen davon teilen. Jetzt brauchen wir ein paar Eisengolems, damit wir da drüben das ganze Ding machen können. Ein AFK-Spot, noch ein bisschen Spawn-Proofing für anderen Stuff. Und ich glaube, wir müssen um den Chunk drumherum, um Ulm, in Ulm und um Ulm herum, noch ein paar andere Blöcke ausheben, damit die Slimes da Platz haben, runterzufallen. Weil der Chunk sollte natürlich im besten Fall nur die Spawnfläche sein und dann gehen die Slimes an die Seite. Gibt auch welche in der Mitte, aber ich glaube, das ist nicht ganz so geil. Deswegen, ja, machen wir die Etagen, machen hier außenrum noch ein bisschen was weg. Alright, erster Schacht ist ausgehoben und wir haben direkt einen Slime-Spawn bekommen. Übelst geil. Also hier haben wir jetzt drei Blöcke weiter als praktisch unseren, Chunks haben wir an. Drei Blöcke weiter als ein Chunk hier drüben. Da können dann später die Slimes runterfallen. Und dann natürlich auch, also die werden von einem Golem angezogen, weil Slimes hassen Golems. Frag mich nicht warum, die haben einfach irgendwie Beef miteinander. Und dann hüpfen die da runter, kriegen dann eben Fall-Damage oder sterben an Magma-Cubes, Magma-Blöcken. Und dann sammeln wir das Ganze mit Minecarts wieder auf. Das gleiche brauchen wir auf der Seite hier auch noch. Also hier kommen auch nochmal drei Blöcke weg. Dann kommt da eine kleine Schneise rein, in der die Golems stehen. Dann unsere ganzen Ebene mit Half-Slabs. Und dann sind wir eigentlich ready und fingers crossed, funktioniert das Ganze dann auch. Und das war nicht alles umsonst. Und auch die zweiten
anderen Dinger sind freigehoben oder ausgehoben. Wir haben jetzt unseren Chunk in der Mitte davon drei Blöcke nach links und nach rechts komplett frei, also hier und auch auf der anderen Seite. Das heißt, wir können jetzt anfangen, unsere Plattform hier reinzuziehen. Wir haben schon wieder einen neuen Slime irgendwo gehabt, gerade hier unten. Look at this kleine little beautiful boy. Und wir werden Slabs benutzen für die Plattform. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe auch schon Zäune mitgenommen, die brauchen wir nämlich gleich für die Golems. Eisenblöcke auch, uns fehlen nur Pumpkins. Aber die Idee ist praktisch, dass die Golems hier in die Wand reinkommen, sodass sie die, die Slimes halt immer sehen können und tracken. Die Slimes haben eine 16 Block Attraction Range und dann gehen die praktisch dahin. Aber für jetzt wollen wir erstmal das hier machen. Wir nehmen uns die hier, machen die hier drüben rein. Wir können auch einfach normal craften, aber ist egal. Und dann machen wir, also hier Bedrock nicht ganz so geil, weil auf Bedrock können manchmal welche nicht spawnen und dann verlieren wir Spawnfläche. Das heißt, ich würde auf den hier hingehen. Das wäre unser erster Layer, auf dem dann die Slimes spawnen. Und jetzt könnten wir hier oben, den nächsten machen. Und dann sparen wir uns halt immer einen halben Block, den wir normalerweise ersetzen müssen. Also wenn wir jetzt einen ganzen Block nehmen müssten, dann bräuchten wir drei hoch und könnten erst hier die nächste Ebene machen. Und so können wir zweieinhalb machen, weil Slimes 3x3x2,1 brauchen. Ich hoffe, ich gucke vorher nochmal nach. Aber ansonsten ist der Plan jetzt hier die ganzen Ebenen rein zu zimmern und dann eben die ganzen Golems aufzustellen. Die ersten Ebenen sind drin, Freunde. Und die ersten Slimes sind auch gerade schon gespawnt, haben wir gesehen. Ihr seht gerade wieder Cam-Account auf der anderen Seite. Wir haben gerade geguckt. Seht ihr die Zahl? Ihr seht die Zahl. Das hier sind die Mobs, die wir gerade in unserer Area haben, die zum Mobcap zählen. Also haben wir 110. Ich denke mal, damit ist das Mobcap voll. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Wir haben trotzdem jetzt schon welche hier. Zwei Big Boys hier drüben. Und wir haben hier unten auch nochmal welche, die schon gespawnt sind. Das Ding ist, wir haben halt unglaublich viele Höhlen und so hier außenrum, die wir halt alle spawnproof machen müssen, damit da nichts anderes irgendwo spawnen könnte. Vor allem natürlich auch diesen Minenschacht. Das sind schon super, super... Oh, der ist gerade... Oh! What? Ja, okay, das Ding ist halt... Okay, du bist in dem hier gespawnt wahrscheinlich, ne? Boah, hier sind so viele Slime-Chunks. Mich würde so krass interessieren, wie das Ding, also wenn wir den Seed von der Map hätten, wie das aussehen würde. Weil ich glaube echt, dass wir hier gefühlt so drei oder vier Slime-Chunks direkt nebeneinander haben. Aber wir leuchten jetzt mal schon ein bisschen aus. Ich glaube, wir ziehen die Ebenen jetzt schon mal hoch, weil wir wissen, dass es geht auf jeden Fall. Das ist sehr geil. Und das Spawning sah so aus, als würden die Slime-Chunks funktionieren. Also ziehen wir die Ebenen komplett fertig bis nach oben. Und dann leuchten wir schon mal hier drüben in ungefähr unserer Spawn-Sphäre ein bisschen aus. Normaler Apple. Oh. Gun other side. Imagine. Wie hoch sind die Odds, Chat? 3,1%. Jetzt for real! Was? Alter, das ist die erste Kiste, die wir aufgemacht haben. No way! Ich wollte den ganzen Tag nach dieser Disc suchen, damit wir die finden. War das die seltenste Disc in Minecraft ist at the moment? Und wir haben sie einfach. Alter, wie geil. Und ich call es davor sogar noch so. Aus Joke einfach, um zu gucken. Und dann chillt sie da. YouTube-Menschen, wir sind immer noch beim Ausleuchten. Wir haben einen neuen Dungeon gefunden. Nicht weit entfernt von den anderen. Oh mein Gott, wie viel... Oh mein Gott, wer seid ihr denn? Boys, chillt. Komplette Invasion. Was befindet sich in diesem wunderschönen Kistlein? So langsam muss ein OP-Gap her. Brrr. Barack. Und eine Sekunde später ist er da. Again. Und nochmal die Music Disc. Was? Hä? Das ist 2 Meter? Wo war der andere Dungeon? Wir haben den gerade eben. Das ist jetzt 5 Sekunden her. Hier war irgendwo der andere Dungeon. Hier oben. Hä? Wie viele sind hier? OP-Gap. Und die neue Music Disc. Jetzt sag mal, war 2 davon. Hä? Was? Ach, das ist der andere Spawner. Der war connected. Mit dem, den wir... Das ist der, in dem wir gerade waren. Ich werd nicht mehr. Alter. Boah, was für eine insane Mobfang könntest du mit diesem Ding hier bauen? Ich fass es nicht. Ja, aber ich glaube... Aus der Zeit sind wir raus. So viel Early Game Ding brauchen wir gar nicht mehr. Damn. Ich glaube, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Alles ausgeleuchtet.
In ungefähr einem 80-Block-Sphären-Radius um unsere Slime-Farm. Es spawnen schon sehr viel mehr Slimes, das merkt man jetzt schon, auch hier oben. Also hier sind sehr, sehr, sehr viel mehr Slime-Chunks als nur der eine. Also hier in der ganzen Fläche, was krass ist. Keine Ahnung, wie wir das, also was wir denn mit denen machen, weil hier sind, I don't know, bestimmt 2, 3 andere Slime-Chunks noch direkt daneben und sehr, sehr, sehr nah angrenzend. Ich glaube, wir haben alles ausgeleuchtet. Ich spiele gerade so, dass wir Light-Level sehen können, theoretisch. Und eigentlich sollte echt, wenn, dann nur noch ganz, ganz, ganz kleine Spots existieren, irgendwo in der Mitte. Aber ich glaube, primär haben wir jetzt eigentlich so gut wie alles ausgeleuchtet. Wir können eigentlich mal gucken, was MobCap gerade sagt. Wir haben immer noch 109. Das ist echt crazy. Ich bin mir nicht sicher, ob die Zahl stimmt. Also wir haben auf jeden Fall keine 109 MobCaps gerade von unserem MobCap, oder? Wir haben jetzt auch 1,18 Spieler spezifisch. I don't know. Aber es spawnen definitiv schon sehr viele Slimes unten. Also das funktioniert, die Slimes spawnen, das ist sehr nice. Ich glaube, wir behalten das im Auge. Aber jetzt gehen wir erstmal an die Golems. Das heißt, wir bauen noch ein paar Pumpkins. Dann machen wir die Golems hier überall mit dran. Unten kommt Magma Cream mit hin. Ein bisschen, nicht Magma Cream, sondern Magma Blöcke. Raise drunter, Hopper mit dran. Und dann sind wir eigentlich so gut wie fertig. Also bauen wir jetzt Pumpkins und eine Menge Golems. Dann haben wir jetzt unsere Sachen da. Wir benutzen keine Magma Blöcke, wie es davor geplant war, sondern wir benutzen Campfire, die wir das letzte Mal von der Creeper Farm geholt haben, weil wir hier natürlich Light-Level unabhängig arbeiten können, was sehr gut ist. Das heißt, wir machen einfach irgendwo, ich weiß noch nicht genau in welche Richtung, aber wir machen ja in die Mitte davon. I guess, wir gehen vielleicht hier rüber. Dann können wir hier Hopper bauen. Guck mal, so. Die ziehen wir alle komplett nach drüben. Und dann machen wir da Campfire drauf. Und vielleicht spülen wir die noch mit Wasser oder so in eine bestimmte Richtung. Aber ich glaube, wir machen einfach große Campfire überall. Und da steht der Hase auf beiden Seiten. Unsere Campfire sieht sehr, sehr schön aus. Dann haben wir Hopper hier drüben und Hopper hier drüben, damit die nach vorne geleitet werden. Da ist ja, jo, da ist einer runtergefallen. Wie geil. Warte, haben wir noch? Ah, fast gar nicht, ne? Sonst würde ich hier vielleicht gerne noch so eine Barrier reinmachen, damit die da nicht raus können. Müssen wir vielleicht auf die Art und Weise machen. Später können wir das Ganze zubauen, das wäre auch nice. Aber so würden sie jetzt manchmal vielleicht einfach durch ihre KI oder durch random rumhüpfen und so schon mal runterfallen, was natürlich ganz cool wäre. Aber wir haben unsere Eisenblöcke und die ganzen Pumpkins dabei. Das heißt, wir können uns jetzt auch darum kümmern, die Golems da zu installieren. Und das wird ein bisschen tricky. Ich bin mir nämlich selber nicht 100% sicher, auf welchen Ebenen wir die machen. Dude. Deswegen müssen wir das jetzt erstmal probieren. Ersten würde ich hier reinmachen und der kriegt dann praktisch so ein Gate aus Fences. Einmal um sich außenrum, was dann ungefähr so aussieht. Und da chillt dann unser Golem drin. Aber wir bauen jetzt erst noch mal normale Blöcke, bevor wir das machen können. Mini-Update, Freunde. Es wird. Die Golems stehen so langsam auf ihren Ebenen und bewachen die sehr, sehr gut. Die Slimes spawnen auch wirklich, wirklich krass gut. Also die Slime-Chunks funktionieren, das macht mich sehr glücklich. Das heißt, es war nicht alles umsonst, was wir bis jetzt gebaut haben. Und auch die Sachen, die wir noch bauen werden, werden dann nicht umsonst sein. Aber wir fehlen noch 2 Golems oder so, maybe, glaube ich. Und dann sollten wir eigentlich genug haben auf beiden Seiten. Und dann heißt es eigentlich nur noch AFK stehen. Und warten, wie viele Golems spawnen. Wie viele Slimes spawnen. Und wie viel Bock die haben. Alle stehen, alle sind am Start. Das sind unsere ganzen Ebenen. Die Golems sind da. Eigentlich sollte jede Ebene auf jeden Fall Sicht auf einen Golem haben. Wie gesagt, die haben eine Traction Range von 16 Blöcken. Sollte also locker immer ein Golem in der Nähe sein, auf den sie aggroen. Das Ding ist, ich habe vorhin einmal gehört, dass ein Golem Damage bekommen hat. Und das wäre nicht so gut. Das heißt, wenn ein Golem irgendwo Damage bekommt, dann müssen wir wahrscheinlich die Ecken doch reinbauen. Also so, wie wir es ganz unten hatten. Entschuldigt bitte den ganzen Rauch. Ich würde hier gerne noch kurz zubauen. Und dann stellen wir uns gleich mal an unseren Spot. Oh! Oh! Erleben wir gerade Live-Greatness mit, wie hier Slime spawnen und runterhüpfen? Da kommt er! Es geht! Let's go! Also ich meine, ich habe natürlich nichts anderes erwartet, aber dass es so wahnsinnig effizient ist, das ist doch überraschend tatsächlich. Alter, wie geil! Wir machen hier unten mal noch ganz kurz zu, damit hier keine... komme ich da irgendwie hin? So. Damit da keine weirden Mobs reingehen. Dann hätten wir das hier. Ey, und eigentlich bleibt uns jetzt nur noch übrig, an unseren AFK-Spot zu gehen. Vielleicht machen wir hier noch eine Chest dran. Da ist schon über einen Stack. What? Hä?
Alter, wir waren so kurz hier. Wir haben ja gar nichts gemacht, wir haben ja nur gebaut. Das ist krass. Okay, ja, wir begeben uns jetzt an unseren AFK-Spot und dann schauen wir mal. Der Moment der Wahrheit. Wir haben uns AFK eingestellt. Golems sind komplett fertig. Wir haben unseren Spot nochmal verändert, weil wir unten eine Cave geladen haben, die ja sehr viele Mobs gespawnt hat tatsächlich. Jetzt sind wir hier oben gewesen. Das sind manche im Himmel gespawnt. Aber wir können jetzt einfach mal gucken, wie viel Slime wir, wie gesagt, in circa 10 Minuten produziert haben. Warte, hier war unser Point. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz runter. Wir hatten... Oh, jetzt habe ich die Zahl schon wieder vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie viel wir genau davor hatten. Okay, das ist eine Menge. Hatten wir 2,5 oder 3,5 Stacks davor hier drin? 3,5? Ich glaube, wir hatten 3,5 Stacks. Das heißt, das hier haben wir jetzt in 10 Minuten produziert. Wir haben 320. Wir haben 320 Slime in 10 Minuten gefarmt. Hä? Das ist so viel. Jetzt mal for real, das ist super viel. Okay, wir lassen die drei jetzt einfach mal drin. Oder wir nehmen sie raus. Wir machen das hier. Ey, wir gucken nochmal ganz kurz nach. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Oder ob ich jetzt hier irgendwas falsch gemacht habe. Aber also wenn so viel, das wäre schon krass. Die nächsten 10 Minuten sind vorbei. Wir gucken, ob wir uns verrechnet haben davor. Ob wir uns vertan haben. Oder ob nicht. Gerade waren es 320, diesmal sind es 4 Stacks. Ein bisschen weniger, aber immer noch insane viel. Weiß halt nicht, na, eigentlich sollte ihr nicht. Wir müssen ein bisschen spawn-proofen, aber still ist das insane. Also halt trotzdem 256 oder 250 in der Zeit. Also wir können halt, wir kriegen so viele Sachen jetzt, ne? Luckiest moments of all time, die wir gerade haben. Das ist vollkommen korrekt. Man möge nicht glauben, wie viel Slime wir mit unserer Farm bekommen haben. So goddamn lucky. Nee, das ist, glaube ich, echt sehr, sehr geil. Das heißt, die letzten Sachen wären jetzt wirklich noch minimales Spawn-Proofing, aber halt entweder in die Richtung, wo wir davor wollten, also nach hier drüben, um da die ganzen Höhlen und so noch zu spawn-proofen, oder weiter über uns, damit da alles korrekt ist. Aber sonst haben wir unsere Slime-Farm komplett fertig. Das Ding läuft sehr, sehr geil. Wir haben jetzt, also wir haben halt 1,5 Stacks Slimeblöcke. Das ist ridiculous. Und dann kümmern wir uns demnächst um einen wunderschönen Shop, um einen neuen Shop. Das Design davon haben wir schon. Wir machen ja Hälfte, Hälfte mit Peter. Ich glaube, das habt ihr alles mitbekommen. Und dann wird, glaube ich, sehr, sehr nice. Aber jetzt resupplyen wir erstmal das Ding. Slime Farm steht, Slime Farm läuft, ist gigaproduktiv. Und dann machen wir bald einen Shop.